Ja, hallo. Dass unsere Hängematten gut angekommen sind bei den Meerschweinchen, hat man ja schon in den ein oder anderen Video gut sehen können. Erst waren es echt immer die Kleinen, die diese Hängematten angenommen haben. Also unser Joris, unsere Heidi und unsere Clara. Unsere Clara immer am meisten. Also die war von Anfang an immer in den Hängematten. Aber mittlerweile konnte man ja gut sehen, auch die Großen haben die Vorlieben der Hängematte erkannt. Und hier ist es echt total witzig. Uschi, die Dicke, liegt ja in der Hängematte und an den Hand der nächsten Bilder kann man echt sehen, wie Heidi doch versucht, die Dicke da rauszulocken. Heidi ist echt eine Taffe, also vom Charakter. In den nächsten Bildern werdet ihr es gut sehen, dass es wirklich ganz anderer Charakter ist als unsere Clara, was ja unser zweiter Teddy ist. Hier schaut mal, hier versucht Heidi einfach hier runter zu gehen und nach kürzester Zeit kam sie auch gleich wieder zurück und hatte auf diese Art und Weise versucht, die Uschi auszutricksen. Natürlich ist das auch alles ein bisschen zusammengeschnitten, aber so hat es sich auch wirklich zugetragen. Das war total witzig und hier hat es dann aufgegeben und ist gegangen. Aber was unsere Meerschweinchen noch sehr, sehr lieben, sind nicht nur die Hängematten, sondern mein komisches Holzdreirad. Also das steht meistens in den obersten Etagen. Ich fülle es immer morgens mit frischem Heu und natürlich am Tage kommt da auch frisches Gras rein oder eben Kräuter, was ich eben gesammelt habe. Das lockt die natürlich an das Futter, das ist keine Frage. Aber die sitzen da auch wirklich sehr, sehr gerne drin. Natürlich die Kleinen, weil so viel Platz ist da ja nicht. Aber anhand der nächsten Bilder möchte ich euch gerne mal was zur Gruppendynamik erzählen. Viele haben ja schon mitbekommen, dass unser Kord, also unser dunkler Kastrat, sich oft in den obersten Etagen bewegt, wobei sich der Kalle in den untersten Etagen am meisten bewegt. Keine Angst, keine Sorge, alle sind trotzdem überall im Gehege unterwegs. Aber man merkt schon die Vorlieben und daran würde ich auch schlussfolgern, welche Mädels zum Korb gehören. Das ist zum Beispiel also auf jeden Fall unsere, hier ganz vorne, unsere Stella gehört dazu, unsere Clara gehört auf jeden Fall dazu, unsere sehr, sehr schüchterne Westi, die kleine Braune, wo man jetzt nur noch ein Stück hinten gesehen hat, gehört dazu. Unsere sehr, sehr schüchterne Frieda gehört dazu. Bei unserer Bärbel, die hier rechts noch im Bild zu sehen ist, da bin ich mir nicht wirklich sicher. Die ist wirklich gleich viel oben und unten, die ist gleich viel mit Kalle unterwegs, die ist auch mit Kopf unterwegs. Naja, vielleicht ist es doch eine Dame von jene Wäldchen. Nein, nichtsdestotrotz. Und unsere Heidi, würde ich sagen, die schließt sich dem Kalle an, obwohl die auch noch überall ist. Ja? Aber ich würde sagen, hier unsere Clara, schüchtern, oben im Wagen, die gehört doch zum Kord. Unser Joris, sehr interessant, der ist ja viel mit unserer Heidi unterwegs, das wisst ihr ja aus alten Videos oder anderen Videos. Und aber die Gegenwart vom Kord genießt er mehr als mit Kalle, weil Kalle erzieht ihn. Und bei Kort ist er irgendwie mutiger. Es ist, wenn man so eine große Gruppe hat und die beobachtet, das ist wirklich, das ist so toll. Und es ist wirklich so, man sieht die unterschiedlichen Charaktere. Gut, Leute, die keine Meerschweinchen haben, werden uns natürlich nicht glauben. Es ist aber so. Und schaut euch diesen Blick hier an. Jetzt sitzt oben in dem Wagen unsere Heidi. Und guckt mal, die ist ganz anders. Clara immer mal mit gesenktem Kopf, wenn die Größeren da gefressen haben. Heidi nicht. Die thront wirklich. Und Joris ist hier auch nur so mutig, weil der Kord in der Nähe ist. Ansonsten muss der immer von der kleinen Heidi ganz schön einstecken, wobei ihm das anscheinend gefällt. Manche Männer lassen sich gerne mal von den Frauen unterbuttern. Schaut, also die beiden sind ja auch wirklich hübsch. Ja. Hier im vordersten Bereich ist der Kord und hinten ist ja der kleine Joris, der jetzt hier vorkommt. Aber guckt, wie die Heidi thront.
Das ist ein ganz anderer Charakter. Das ist ein ganz toughes Meerschweinchen. Die traut sich natürlich bei den Großen noch nicht so durchzusetzen, aber das wird eines Tages kommen. Aber, und hier ist aber wirklich der wahre Chef. Obwohl der Wagen so klein ist, der Dicke sitzt da drinnen und sagt euch, Mädels, ich bin zwar ein ruhiger, ausgeglichener, aber ich bin und bleib euer Chef. Es ist wirklich, es ist total witzig. Und jetzt habe ich hier noch Aufnahmen. Da sieht man auch noch mal richtig den Charakter von unserer Heidi. Da geht sie hoch. Und jetzt konnte ich was mitfilmen. Das war, also, schaut mal hier. Bärbel zieht hier an einem Grashalm, wo Heidi ja drauf sitzt, oder was auch immer das war. Jedes andere Meerschweinchen geht da weg, wenn da am Po irgendwas zuppelt. Heidi nicht. Die bleibt stur sitzen und lässt mal machen. Schaut euch das an. Und daran sieht man wirklich den taffen Charakter. Also es wird mal ein sehr, sehr dominantes Mädchen. Okay. Ich hoffe, euch hat diese kleine Geschichte gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, Kommentare schreiben. Wer es nicht getan hat, diesen kleinen Kanal abonnieren. Somit können wir immer noch Meerschweinchen helfen. Und mit kleinen Tipps und so weiter. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden, wie immer mit den Worten, liebe Grüße, euer Frank. Guten Morgen. Na Jungs, hoppla. wie schaut's? Alles im grünen Bereich. Erstmal für die Vögel was. Gurke da. Und hier auch. So. Aber schön, sagt mal, ihr meckelt aber hier ganz schön rum. Ich gebe euch wohl zu viel, wa? Gebt euch wohl zu viel. Müssen wir sparen. Ja. Hoi. Das Wasser von den Vögeln. Vorsicht, Jungs. Sagt mal, ich wollte euch mal fragen, wollt ihr eine Hängematte haben? Was? Das ist nur was für Mädchen. Aber der Kott liegt da auch in der Hängematte. Ach, er macht das nur für die Mädels. Na gut. Und zack. Jungs, wollt ihr ein Dreirad? Ihr wollt nicht fahren. Ach, doch nicht fahren. Ein Deko-Dreirad? Auch nicht. Was wollt ihr dann? Eine Jungsgruppe? Braucht Action oder wie? Hm? Guckt mal hier. Kommt her. Kommt. Na kommt. Aber wisst ihr was? Ihr könntet hier mal Ordnung machen. Ihr könnt hier mal alles ordentlich machen. Alles umräumen. Weil, na ratet mal. Na ratet mal. Warum will man hier mal Ordnung machen? Damit Stöpsel beschäftigt ist? Oder gibt es einen anderen Grund? Okay. Ich muss mich jetzt sputen. Ich muss nämlich etliche Kilometer fahren. Euch wünsche ich schon mal einen schönen Tag. Und dann wird hier alles sauber gemacht. Ist das klar? Und hier wird nicht mehr diskutiert. Okay, ich habe nicht mehr viel Zeit. Schmeckt's, Krümel? Stöpsel. Und über dein Verhalten müssen wir sowieso mal reden.
Ich hoffe, du bist gut zu neun. Tschüss. Krümel? Ist das schön? Ist das schön? Ja. Ist das schön? So, macht's gut. Bis heute Abend. Tschüss.